Also, das war irgendwann mal nach der Schule, sind wir gerade rausgelaufen, Josie und ich. Und dann ist dein Bus explodiert. Nee, nein, nein, mein Rektor, mein Gefühl. Also, der Rektor ist explodiert. Entschuldigung, Junge, heilige Scheiße. Das tut mir Scheiße, leid, der voll Arm. leid an den Rektor, hä? Nein, warte. Hallo, ich bin Lisa und ich bin Michelle und wir und übernehmen heute ja, den Podcast. genau, das machen wir heute. Nein, das war ein Spaß. Was war deine Begrüßung vorhin? Was? Deine Begrüßung vorhin, die du machen wolltest? Weiß nicht. Guten Morgen, fick den Torben. Nee, andersrum, fick den Torben, guten Morgen. Und damit herzlich willkommen. War ein Fehler, hier eingestellt zu haben. Nein, es war kein Fehler. Doch, es war ein ist Fehler. Immer ein Fehler. Wir es haben war ein Scheißfehler. Heute zwei Gäste bei uns. Wollt ihr euch kurz vorstellen, bitte? Haben wir doch schon am Anfang. Ja, aber ihr müsst noch ein wenig mehr über euch erzählen. Erzählt mehr über euch. Soll ich anfangen? Ja, ich bin Michelle, ich bin 16. Du kannst das auch in die Kamera sagen, es kommt dann authentischer rüber. Es ist verwirrend. Ist mir scheißegal. Ja. Ja, okay, ich bin Michelle, ich bin 16. Soll ich sagen? Du kannst ja auch schon noch sagen, dass du Nils Freundin bist oder es so. Es kann sein, dass ich Nils Freundin bin. Kann sein. Ja, und ich bin eventuell auch Lisa. Eventuell. Ich bin 15 und ja, die Freundin von dem da. Von Marvin. Ja, von Marvin. So, und ihr, der Rest sollte uns kennen. Ja. Nee, also wir haben jetzt auch anderes Setting wieder. Ja, wir sind zwar natürlich immer noch in Nils Zimmer, aber hinter uns haben wir so eine komische Decke über die Fenster gehängt. Was ist das hier eigentlich? Ich weiß nicht, die wissen sich nicht, wie man sich zu benehmen hat, wenn der andere jetzt was sagt. Lass mir den ausreden. Also wir haben im Hintergrund jetzt hier so eine Decke. Schluck doch einfach, mein Gott. Und eine Lavalampe. Und zwischen uns steht auch noch so ein TNT und so eine Kerze, so für Romantik oder sowas. Genau. Ja. Okay. Dann. Soll ich was erzählen? Also wir haben uns ein neues Konzept überlegt, dass wir mehr Watchtime bekommen. Bitte guckt uns länger. Also wir. Ich glaube, wir sind einfach zu uninteressant. Ja. Wir fangen mit so Nachrichten an, was uns wichtig ist in der Woche passiert ist. Mhm. Dann so zwei Themen, so jeweils von uns beiden, jetzt halt von uns vier, aber die beiden haben. Nee, die Themen beiden haben keine Themen, von uns beiden. dann, warte, ich muss gucken. Scheiße. Junge, der hat sich das nicht gemerkt. Und dann haben wir Lieblingslied oder sowas. Ja, aber so wie, also eigentlich hat sich nicht viel geändert, außer dass wir am Anfang Nachrichten einbauen wollen. Und dass wir jetzt nach einer klaren Struktur gehen. Ja, und nicht so verwirrend wie die anderen ganzen Male, weil die anderen ganzen Male waren sehr verwirrend. Ja. Okay? Okay. Gut, dann starten wir doch mit Nachrichten. Nils, oder hat irgend, also, ich weiß nicht, das ist sehr ungewohnt, hier zu viert zu sitzen. Ich muss jetzt immer auf Michelle und Lisa auch zurückkommen und nicht nur auf Nils. Aber vielleicht komme ich auch nur auf Nils zurück. Ja, aber jetzt ist Nils der Reporter. Also Start. Hallo. Reporter? Reporter. Okay. Wir wurden erkannt im Rewe. Wir wurden erkannt im Rewe in der Stadt, in der wir wohnen. Ja, das heißt kann man ja Laubheim. Das wissen wir alle. Wir haben eh in der Folge mal erwähnt, dass wir am Heimatfest waren. Du Idiot. Es gibt aber auch überall Heimatfest. Penis, also auf jeden Fall. Also, ja, wir wurden erkannt im Rewe und das hat uns sehr gefreut. Grüße gehen raus an den jungen Mann. An den jungen Mann, der uns erkannt hat. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, also wenn er wirklich eine Folge aktiv guckt, dann wird er schon wissen, wer da jetzt gerade gemeint ist. Ich habe Angst, dass wir nicht beide im Fokus sind, aber ich glaube, wir sind beide im Fokus. Ihr seid beide im Fokus. Weil das wäre sonst sehr unangenehm. Ford Focus. Ja, du. Ich habe halt voll Durst. Dann trink was. Und trink was. Marvin, ja. Wir fahren mit der zweiten News fort. In der zweiten News. Die zweite News ist, wobei die ist jetzt auch schon etwas länger, die gute alte Queen Elizabeth ist tot. Ist tot. Das ist eigentlich nicht lustig. Nett, dass man darüber denkt. Also die ist halt nee, gestorben. Aber das ist jetzt auch schon eine News, die etwas älter ist. Ja. Also wann war das? Letzte Woche? Letzte Woche, das war relativ Sonntag oder so. Wann war ich bei dir? Da war das doch, dass die gestorben ist. Achso, okay. Kann ich kurz aber zu was Cooles sagen? Natürlich. Die Queen hat in Sydney dieses Musical-Dingsbums. Also wenn man an Sydney denkt, denkt man doch an diese Stadt. Ja, diese Oper. Genau das. Ja. Das hat die Queen zu Ende gebaut. Voll cool, oder? Ach stimmt, die ist ja an sich ist ja jetzt auch King Charles, wie auch immer, quasi ja Herrscher über Kanada und über Australien, Neuseeland und noch irgendwas? Herrscher.
Naja, irgendwie ist ja immer noch eine Monarchie. Ja. Ja? Ja, deswegen ja, ist ja ja. Ja, das war dann der News-Part. Und wir haben jetzt überlegt, wir machen auch so Übergänge und Jingles mäßig. Also, das, wenn wir es hinbekommen haben, dann... Wenn wir es hinbekommen dann oder hinbekommen haben, dann ist jetzt schon eine Folge drin. Und wenn wir es nicht hinbekommen haben, dann ist es in der nächsten Folge oder so. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber, ey, das können wir vielleicht sagen. Wenn irgendwer von euch Comics-Design oder so Comic-Art-Style macht und gut Animationen machen kann, so gezeichnete Animationen, dann kann er uns gerne schreiben auf Instagram oder auf Twitter oder einen Kommentar verfassen. Wir würden die Person noch bezahlen. Nicht gut, aber wir würden die Person noch bezahlen. Wir wollen gerne für unsere Jingles, Übergänge, wie auch immer, so Figuren von uns haben. Genau, Figuren cool. Und dann quasi auf irgendeinem Hintergrund und dann muss da halt irgendwie Musik zu sein oder sowas. Aber das würden wir auch wahrscheinlich selber hinbekommen. Wir bräuchten einfach nur irgendwen, der uns so ein Bild halt macht. Also ein Layout-mäßig. Ja, so ein... Also schreibt... Ja, halt Bilder von uns beiden, so auf Comic-Art-Style angelehnt. Ach so. Ja, genau. Du kannst uns auch Bilder im Voraus schicken und wir scammen dich dann einfach. Das geht auch. Ah, nee, wir sind eigentlich Sendels. Wir sind kleine Kuchen. So. Genau, das auch. Aber dann fahren wir doch jetzt einfach mal fort und zwar mit den Themen, die wir uns für heute aufgeschrieben haben. Mit welchem Thema wollen wir anfangen? Du fängst mit deinem Thema an, weil ich weiß meine nicht mehr. Ich habe aufgeschrieben die erste Schulwoche, wobei... Da kann man sehr viel drüber erzählen. Da kann man sehr viel drüber erzählen, aber zuerst, das mache ich jetzt auch einfach hier in diesem Podcast. Ich sage jetzt einfach, der Sommer ist vorbei. Ja. Es ist Ende vom Sommer. Wir haben Aufnahmedatum 16. September 2022 und wir haben 13 Grad und Regen den ganzen Tag. Ich will nicht mehr. Seit 3 Tagen. Ja, seit 3 Tagen. Das nur einfach, Regen. Ist einfach irgendwie absolut scheiße. Und wenn wir irgendwie September, ist ja irgendwie Spätsommer, ist nur nicht mal Herbst. Ja. Aber nur Regen, wenn wir von der Schule oder wenn ich jetzt von zu Hause in die Schule laufe oder zurücklaufe. Ja. Nur ja. Dann ist Regen. Heute auch. Aber ich hatte Glück, weil ich bin ja jetzt dann zu Nils hingelaufen und dann 5 Minuten davor hat es noch geregnet, dann nicht mehr. Also nur noch so leicht. Ich war im Niesel. Ja, ich war auch im Niesel, aber... Ich nicht. Niesel-Piese. Ich brauche einen Regenschirm. Marvin, ja, Marvin so viel zu viel machen. Wir machen mal ein bisschen seriöser. So viel zu. Das kann man uns aber auch echt nicht erwarten. Doch, der seriöseste war bisher Andrew Tate und Vayne. Der ist aber, muss man sagen, sehr gut von den Klicks angekommen. Ja. Der ist ja sehr stark gewesen. Es war einer wieder mit sehr, sehr vielen Klicks überdurchschnittlich. Guckt euch das gerne an. Guckt es euch an. War interessant. Aber um jetzt in das Thema einzusteigen. Erste Schulwoche, um kurz den Kontext zu erklären. Wir vier sind seit diesem Schuljahr alle auf unterschiedlichen Schulen. Ja. Ja. Genau. Also kann jeder von uns so eine eigene Story ein bisschen erzählen an sich. Jetzt ist die Frage, ob wir Deutsch Mann voran machen oder Englisch, wie heißt denn das nochmal? Ladies first. Ja, genau das. Ja. Hä, du kannst ja einfach anfangen und dann halt in die Reihe. Ja, wir können das auch machen. Let's go, fang an, los. Okay. Meine erste Schulwoche... war okay, war gut, wirklich. Ja. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Mein Stundenplan ist okay und meine Lehrer sind auch in Ordnung. Wir können ja jetzt so, ja. Wir können ja machen. Wir bewerten nach Stundenplan. Ja. Lehrern. Also Stundenplan schon smash. Lehrer weiß ich nicht. Das wäre jetzt komisch, wenn ich mich jetzt dazu äußern würde, weil manche Lehrer ja... Tja. weil manche Lehrer ja auch schon diesen Podcast schauen. Oh Gott. Also vielleicht, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Vielleicht, stimmt. Weil wir haben dir ein paar Mal im Unterricht gezeigt, vielleicht gucken die aus Interesse mal. Ja. Gerade in unser letztes Schuljahr-Podcast, ich glaube, ab da mögen mich die meisten Lehrer nicht mehr. Die können jetzt aber eh nichts mehr dagegen. Ja. Okay, machen. Also meine Mathelehrerin. Props. Lehrer auf jeden Fall, würde ich sagen, solide 8 von 10. Und erste Schulwoche hat gut gestartet. Weißt du, ich kenne ja die Klasse. Das ist ja jetzt nicht so wie bei euch. Ich kenne die Klasse, ich weiß, wer da drin ist, ich hatte meinen Spaß und ich hatte eigentlich keine Momente, an denen ich groß genervt war oder so. Was war irgendwas Besonderes? Es waren halt viele Dinge, die ich jetzt hier nicht offenlegen sollte.
Das ist tatsächlich der Nachname. Aber auf jeden Fall. Warte, wir müssen jetzt noch so ein Ding machen, dass niemand irgendwas Illegales gemacht hat. Ich distanziere mich von jeglichen Aussagen, die ich in diesem... Deine Taschenlampe ist an. Ja, scheiße. Nils sollte nicht seine Taschenlampe... Wir distanzieren uns von allen Aussagen, die wir in diesem Video treffen, was illegale Dinge angeht. Gut. Also, mach weiter, Lisa. Okay. Ja, meine erste Schulwoche war so gut, aber auch nicht so gut. Also ich habe mich ziemlich auf die Schule gefreut, weil wir, also Michelle und ich ja jetzt seit 3 Monaten auch zu Hause sind, wegen Abschlussklasse. Oh, voll cool. Nein, das voll war nicht scheiße. Cool. Das war mega cool. Nein, das Ding ist, man hatte halt den ganzen Tag nichts zu tun. Das ist aber cool. War cool. Das war nicht cool. Doch, das ist cool. Mama. Nein. Doch. Ich konnte den ganzen Tag meine Serie gucken. Ja, ich habe gewartet, bis du mir schreibst, wenn wir rauszugehen. Ja. Oh. Ich war mit dem Also, wie gesagt, am Anfang habe ich mich gefreut und dann ist halt was passiert, was mich halt eben ein bisschen sehr viel traurig gemacht hat. Aber egal. Das ist natürlich nicht witzig. Und also egal. Das ist egal. Ich bin depressiv, Mensch. Ich bin nicht depressiv. Wir machen dich heute alles. Das ist eine sehr kritische Aussage. Props gehen raus an unseren Freund, der depressiv ist. Junge. Oder Grüße gehen raus, nicht Props. Alles gut. Props. Wir lieben dich. Okay. Die Lehrer, würde ich sagen, die sind so eine 7 von 10. Gerade weil ich halt eben... Okay, jetzt müssen wir, piepen. Du so. 11:40. Ich schreib's auf mich. Mach 11:30. Mach 11:30. gerade weil so meine alte Klassenlehrerin und meine alte Mathelehrerin nicht bei uns in der, also allgemein in der Stundenschule nicht, also in meinem Stundenplan nicht vorhanden sind. Aber eigentlich sind die alle voll nett. Also ich kenne auch jetzt 2 nicht so wirklich. Warum denn lacht ihr? Weil es einfach witzig ist. Ja. Alles. Nein, es ist generell, so Podcasts zu mehr aufnehmen ist immer schwierig. Ja, ja. Ich bin auch schwierig. Und, du bist sehr schwierig. Und mein Stundenplan ist auch, ist eine 10 von 10, weil montags halt, glaub, chillig ist und Freitag halt einfach chillig und das finde ich toll. Ich möchte dir kurz einen Tipp geben. Wenn du irgendwas redest, dann kannst du entweder in die Kamera gucken oder du guckst uns an, aber in die Leere gucken, das ist auf dem Bild manchmal ein bisschen schwierig. Soll ich jetzt die ganze Zeit in die Kamera gucken? Nee, aber du kannst ja zu Michelle und Nils, Gesundheit. Okay. Du kannst ja mal zu Michelle und Nils rüber gucken, dann kannst du mich angucken und in die Kamera gucken. Weil dann haben wir mehr Bewegung, mehr Bewegung. Mehr Bewegung ist immer gut. Und mehr Bewegung. Mehr Bewegung. Weißt du, was auch viel Klicks bekommt? Wenn Maude und ich jetzt mal Arsch in die Kamera halten würden. Scheiße. Geil. Ich glaube, das wäre nicht so geil, wenn wir uns in der Arsch in der Kamera halten würden. Das hätte ich auch kein Problem. Das wäre wahrscheinlich noch mehr Klicks. Mhm. Lass mal machen. Nein, Spaß. Nee, ich halte da jetzt nicht meinen Arsch. Folge in die Kamera. Dann, jetzt die Folge findet ihr ab dann. Die Folge findet ihr ab dann auf Pornhub und OnlyFans. Muss man Pornhub piepen? Nee. Gut. Wir sind eh nicht family friendly. Von nee, mir. Nix nur für Kinder. Also, Kinder. Bist du fertig? Oder möchtest du noch irgendwas Kinder erzählen? Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich mich auch. Jetzt. Ich. Also mein Anfang, der war ziemlich schlecht, weil, ja, neue Schule und so. Kannte niemanden und habe auch nicht wirklich Kontakt gefunden. Aber so mit der Zeit. Entschuldigung. So mit der Zeit war es dann eigentlich ganz okay. Heute hatten wir dann auch Sporttage und so. Ja. Lehrer sind alle eigentlich 10 von 10, außer eine, die war mies. Was war noch? Stundenplan, genau. Die arme Frau. Hey, die hat uns angeschrien. Ja? Ja, weil wir nicht aus der Kabine durften. Das kannst du auch ruhig laut sagen, das kommt auf dem Podcast besser. Ja, ja. Ja, ja. Rede lauter, rede deutlich. Okay. wo war ich? Stundenplan. Ja. Mhm. Dienstags halt bis... Warte. 17 Uhr Schule, komme ich erst um 18 Uhr nach Hause. Und donnerstags Mittagsschule. Was soll ich sagen? Ja. Ja. Ist natürlich sehr toll. Ich habe mittwochs auch bis 17.10 Uhr Unterricht. Ich habe dienstags bis 16.20 Uhr, weil jeder jetzt gesagt hat, wie lange Schule hat. Deswegen. Dafür hast du jeden Tag Nachmittagsunterricht. Ja, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Stimmt, du hast jeden Tag. Ja, aber das ist nicht schlimm. Weil mittwochs habe ich ja gar keine Schule.
Hä? Ja, ich bin im Kindergarten. Ach, stimmt. Im Kindergarten. So, also. Dafür hast du auch in LOL. Was? 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 Okay. Ich bin ja auf eine komplett neue Schule gegangen, weil ich halt dumm bin, basically. Ja, basically. Ich soll sagen müssen. Ich habe ja gesagt, mein neue Gott. Schule. Ja, das, deshalb sag ich's ja auch. So, also. Coole Klasse, 10 aus 10. Lehrer, 9 aus 10. Mhm. 9 aus 10? Ja. 9 von 10. 9 von 10. 9 aus 10 Punkten. Ja, Digga, ich... Nee, ich darf das nicht sagen, was du uns sagst. Also, wir sind familienfreundlich. Warte, warte, was hatte ich? Stundenplan hatte ich noch nicht. Stundenplan ist auch sehr cool so, weil wir haben halt nur einmal Mittagsschule bis 15.50 Uhr. Mhm. Das ist quasi Langmittagsschule und das ist halt so Klassenlehrerstunde, also so Reden und Geschichte. Ja, ist doch super. Das ist wirklich super. Das ist wirklich geil. Auch die Klasse ist super. Ich glaube, es gibt einen Bruchteil, der den Podcast kennt, anhört. Aus deiner Klasse. Aus meiner Klasse. Also nur, weil, also bevor du in die Klasse schon gekommen bist, nee, oder jetzt erst? Tatsächlich durch Clemens. Durch Clemens kennt ein paar und der hat dann das mal so. Grüße gehen raus an Clemens. Hallo Clemens. Ich wollte gerade schon den Nachnamen droppen. Ja, nee, also Grüße an die Menschen in meiner Klasse. Ich bin die Einzige, die eine Ausbildung macht. Von hier jetzt. Von uns jetzt. Ja, von unserem Kreis jetzt. Ja, ich mache halt Realschule. Ich auch. Ich mache halt Gymnasium, Entschuldigung. Ja, du bist scheiße. Ja, okay. Du Streber. Ja. Streber. Ja. Außenseiter. Okay, gab es denn sonst noch. Gab es irgendwelche besonderen Dinge jetzt? Irgendwas, was euch krass in Erinnerung geblieben ist, die erste Schulwoche? Ja. Ja. Was? Soll ich anfangen? Dann machen wir so? Mach du. Achso. Ich weiß nicht, das muss man jetzt auch vielleicht mit eventuell. Es könnte gewesen sein, dass es eine Schlägerei gegeben hat. Ja. Könnte gewesen sein. Könnte gewesen sein. Könnte aber auch ein Traum gewesen sein, so. Ich glaube, es war nicht. Beides. Ja. Und das, weiß nicht, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Also, es war witzig. Also, es ist nicht witzig. Also, das war nicht wirklich eine Schlägerei, es war so eine Provokationsding. Runde. Ja. Und das war halt witzig, weil ich habe das noch nie so erlebt. Und das war. Nee, es ist auch tatsächlich an unserer Schule relativ selten, dass sowas passiert. Weil das sind alle sehr anständig und nehmen keine Drogen und trinken keinen Alkohol. Und rauchen nicht. Das tun wir auch nicht, oder? Wir distanzieren uns von jeglichen Aussagen. Liebe Kinder, nehmt keine Drogen. Wir nehmen konsumiert keinen Alkohol. Drogen. Raucht keine Vapes, das habt ihr in unserer letzten Folge gesehen. Weiter Nein, geht's. In unserer vorletzten Folge. In vorletzten. Unserer vorvorletzten Folge. Scheiße. Das ist schon wieder ewig her. Scheiße. Weil letzte Folge, die übrigens, also die ist jetzt vor 2 Tagen erschienen, von dem Datum, den wir aufnehmen, da ging es um unser letztes Schuljahr. Also wenn ihr ein bisschen wissen wollt von unserem letzten Schuljahr, also von Nils und meinem, dann könnt ihr da gerne reingucken. Ihr findet jetzt auch hier am I, wenn ich es nicht vergesse. Am I. Also soll ich das aufschreiben kurz, dass du es reinpackst? Nee. Du guckst nochmal durch. Du guckst es durch und dann kannst du es aufschreiben. Okay. Und... Was wollte ich jetzt? Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ah, ja, genau. Die Folge danach war die davor war die Urlaubsfolge und davor war die Web-Folge und die Andreas-Tartus-Folge. Ja. Die Web-Folge. Die Andreas-Tartus- und Dampf-Folge. Die Web-Folge. Nee, die Web. Okay. Okay, Michelle. Ich habe erstaunlich viele Komplimente für meine Haare gekriegt. Rezo. Ich fand das halt. Ja, weil die blau sind. Rezo. Rezo. Achso, ich habe Rezo verstanden. Ich auch Rezo. Ja. Aber ich fand das halt schön. Rezo als Rezo. Das ist mir halt in meinem Kopf geblieben. Rezo. Du bist schon ein bisschen so Rezo. Du schaust schon ein bisschen aus wie Rezo. Ich bin die Tochter. Also haben wir schon mal gesagt, dass du ausschaust wie Rezo? Ja. Ich weiß, also jetzt, wenn ich gerade so gucke, du siehst schon ein bisschen aus wie Rezo. So. Okay. Sie war sogar früher mal Fan von ihm, hat sogar diesen Mega. T-Shirt. Ich gucke die Videos T-Shirt. Auch. Aber ich weiß nicht, aber du siehst schon ein bisschen aus wie Rezo so. Als baute Lappen. Ich mach dir auch so dein Leben. Ich muss mir dir gleich übergeben. Dieses Lied, echt. Hashtag Hurensohn. Okay, Entschuldigung. Du riechst auch schön.
Oh mein Gott. Ja, wir müssen Hurensohn nicht zensieren. Wir sind nicht family-friendly, Hurensohn, Hurensohn. Aber der hat es auch in seinem YouTube-Video. Hurensohn. Ich muss irgend so eine Warnung reinmachen, dass ihr gleich anfangt zu singen oder so. Hurensohn. Dass die schon mal die Lautstärke runterdrehen sollen, wenn die es auf dem Fernseher gucken. Und dann übersteuern wir auch so am Ende. Was hält ihr davon, wenn ich so Nils die Haare blau färbe? Oh ja, das wäre cool. Oder so eine Stunde. Man kann daraus so eine YouTube-Abstimmung machen. Aber ich weiß nicht, ob es gut geht. Man kann daraus einen Vlog machen. So, nur so eine Stunde so Vlogs machen. Vlogs an sich, weil Vlogs hohe Watchtime haben. Ja. Und Vlogs an sich, weil Vlogs sehr interessant sind. Wenn man irgendwas und weil macht, wir das auch als Filler benutzen können. Ja, eben. Das stimmt. Nee, aber ich meine, man könnte das auch so quasi nutzen, dass halt manchmal einfach eine Folge noch zwischendrin kommt auf dem Kanal. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, auch wenn wir keine aktiven Kommentatoren haben oder so. Doch, Clemens. Grüße gehen nochmal raus an Clemens. Aber ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr... Oh nö, scheiße. Jetzt hört man uns wieder nur. Oh Mann, ich muss wieder irgendein Bild... Ich bin einbauen. Nackt. Wow. Oh. Jetzt bin ich wieder angezogen. Hey, was ist jetzt passiert? Kameras. Die Kameras sind ausgegangen. Ja, wegen, weil sonst überhitzen, weil, weil Maun ist so heiß. Nee, ich glaube, das ist einfach... keine Ahnung, aber irgendeine Begrenzung. Ey, aber guck mal, würde ich so Nils die Haare blau färben, dann würde man sehen, dass er zu mir gehört. So. Aber ich weiß nicht, ob ich blaue Haare will. Das halt so. Doch, so eine Strähne. Ich weiß nicht, ob das passt. Nein. YouTube schreibt, ob das passt. Ja, das? Jetzt schauen wir mal die Kommentare, ob es passt und vielleicht kann man sich dann ja mal... Okay. Heiraten wir so. Befassen. Cool. Nur vielleicht eine Strähne. Strähne. Okay, also ich meine... Kommt ja oft drauf an, auf den Charakter und so. Ich weiß, Digga, ich weiß nicht. Mach weiter einfach. Oh Mann. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das erzählen soll jetzt hier. Penis. Ansonsten erzählen dann vielleicht, wenn es zu krass ist. Dann oh Gott. Erzähl's nicht. Also, das war irgendwann mal nach der Schule, sind wir gerade rausgelaufen, Josie und ich. Und dann ist dein Bus explodiert. Nee, nein, mein Rektor hat gefühlt. Also der Rektor ist explodiert. Entschuldigung, Junge, heilige Scheiße. Das tut mir leid, voll leid an den Rektor, hä? Nein, warte. Ich trinke nicht mehr. Das ist mal fest, TikTok. Ich muss dieses irgendwie so ein Explosionseffekt einbauen, ja. Weißt du? Das ist Sample. Ja, Junge. Nein, aber das Ding ist, mein Rektor hat halt ab und zu so ein bisschen so Schreianfälle. Aggressionen. Irgendwie schon. Aber ich mag ihn, also falls er das sieht, ich hoffe er sieht es nicht, aber ich mag dich. Ich mag sie. Ich mag dich. Junge, sie hat einfach ihren Rektor geduzt. Entschuldigung. Ja, okay. Auf jeden Fall sind wir da gerade rausgelaufen und da war halt irgendjemand, der wohl nicht aus unserer Schule ist, sondern einfach hochgelaufen ist. Der war halt nicht aus unserer Schule, das war so ein Typ aus der Realschule. Und auf einmal schreit er rum, du gehörst nicht zu meiner Schule! Und ich sagte so, okay. Das ist aber auch, Marvin, geweint. Ist schon frech. Auf der Realschule zu sein. Achso, nee. Dass in Realschule eine andere Schule kommt. Ja, das ist wirklich frech. Vor allem, wenn die dann noch ins Klassenzimmer gehen und da rumbrüllen. Ja, aber bei uns das darf ich man sehr das frech. Finde ich schon frech. Bei uns dürfen keine fremden Schüler bei uns, darf man, bei uns darf man das bestimmt auch nicht und trotzdem macht es irgendwie jeder. Aber es juckt auch niemanden. Aber ich darf rein. Boah, das wäre so cool, wenn wir unsere Klassenlehrerin gehabt hätten und du wärst dann dazu gekommen. Ich muss mal, ja. Wenn ich vielleicht mal einen Tag Entfall habe, dass ich dann zu euch einfach in Mathe einfach reinkommen. Ja! Also so ohne Ankündigung. Cool. Ich komme einfach rein so. Also ohne Ankündigung. Ja, ich bin dann einfach da und mach Mathe mit euch. Ich unterrichte euch. Ich mach Mathe. Du unterrichtest uns. Ja, boah, ich kann das kurz sagen, das kann ich erzählen. Weißt du, wer Klassensprecher geworden ist? Hoffentlich. Team Robin. Und Helen. Team ist, das ist cool, das ist badass. Das ist wirklich. Team kann doch kein Klassensprecher. Natürlich, Team ist voll schlau. Der ist voll schlau. Bei uns ist Ali und Metkel. Sag einfach nichts. Ich sag nichts. Ich habe mich diesmal wieder aufstellen lassen. Ich hatte 4 Stimmen. Und Metcalf hatte halt so, bei uns hatte haben wir noch halt gar so, nicht ausgesucht. So 20 oder so. Ja, ich habe mich halt tatsächlich nicht aufstellen lassen, weil da muss ich in die SMV und dafür bin ich zu faul. Fühl dich. Ja. Nee, ist. Vielleicht Schülersprecher. Schülersprecher, oh Gott. Oh, das ist aber heftig. Aber guck mal, bei dir ist es halt so, ihr habt nicht so viele Schüler. Und ich. Wir haben die Hälfte von euren Schülern. Ja, aber das Ding ist. Wie viele Schüler habt ihr? 200? Guck mal, und wir haben 1000 Schüler.
Und stell dir vor, ich muss da Schülersprecher sein. Auf einmal sind das 1000 Schüler, die ich da irgendwie, weißt du, so. Das wäre schon cool. Wir haben 350 oder so. Ach, die Hälfte von uns? Ja, ich habe halt gedacht, also laut Webseite haben wir 400 und 800. Ja, okay. Ja, gehen ja auch immer wieder. Aber es kommt tatsächlich in den fünften Klassen mehr dazu als gehen. Mhm. Weil die fünften Klassen sind immer so 160 Schüler in den aber letzten Jahren. Aber es gehen halt auch sehr viele nach der fünften tatsächlich. Das ist auch das Ding ist, das ist wirklich ich darf über die Schule herziehen. Die Schule ist jetzt halt nicht so ganz toll. So. Naja, warte, das hängt ja auch so vielleicht gar nicht toll. Damit zusammen. Das hängt ja vielleicht damit zusammen. Es hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass wenn so viele Schüler von der fünften Klasse auf diese Schule kommen, die gar nicht das Niveau für ein Gymnasium haben, sondern eher auf der Realschule angesiedelt werden, dann ist es halt dumm, aufs Gymnasium zu gehen, dann fliegt man nach einer Klasse wieder raus. Ja. Weil wenn du in der fünften Klasse schon Vierer und Fünfer hast, dann weiß ich nicht. Trotzdem so, weißt du, guck mal, wie viele Klassen sind, in der fünften sind es bis F, sprich, sind sechs Klassen, ja. Und so im Abi sind es vielleicht höchstens so zwei oder eine große. Da gehen schon viele. Da gehen schon viele. Und das dann nur so auf quasi, du hast nicht Gymnasium-Niveau zu setzen, ist. Naja, doch, ich denke natürlich, dass auch ein Teil schon von der Schule kommt. Vielleicht gefällt es aber nicht auf der Schule einfach nicht. Ja. Aber. Naja, was soll man machen? Die einen fühlen sich da wohl, die anderen fühlen sich so wohl. Ihr mögt keine Mittagsschule, ich finde es eigentlich ganz schädlich, Mittagsschule zu haben. Also bin ich ehrlich. Slay! Slay! God! Was habe ich? Ist es eigentlich empfindliche Eiche? Ja. Was ist empfindliche Eiche? Ich habe Eichel verstanden. weil Joe's Jungle, kennt ihr? Ja, ne? Der hat ja sein neues Haus da und da hat halt so einen Boden und jedes Mal in jedem Video, wo die irgendwelche Experimente machen, schreit er rum, das ist empfindliche Eiche, da darf nichts drauf kommen. Mhm. Ja. Das ist genau so bei dem Boden. Das ist echt das Parkett. Das ist echt Holz. Okay. Da darf nichts drauf kommen. Nee, das ist wirklich. Nee, also das wirklich, ist empfindliche Eiche. Nee, das ist wirklich. Das ist wirklich. Da darf nichts drauf kommen. Das ist teuer, wenn das. Nichts also, darf da drauf kommen. Scheiß drauf. Wollen wir die einfach rauswerfen? Nee, ich glaube, das ist schon okay. So, also, sind wir mit dem Schulthema fertig? Wir sind mit dem Schulthema fertig. Okay, guck mal, weil ich habe noch auf meiner Liste gesehen: Selbstbewusstseinsveränderung. Oh. Oh. Ja, das ist krass. Wollen wir generell mal was darüber sagen? So? Wollen wir generell mal überhaupt darüber aufklären, warum es wichtig ist, gutes Selbstbewusstsein zu haben? Ja. Ich muss sagen, das hat sich jetzt durch diesen Schulwechsel irgendwie verstärkt, weil ich dadurch so alleine halt sehr vieles machen musste. So. Ja, ja. Und weil normal ist man ja so immer so in seiner Gruppe und keine Ahnung, ich glaube, in der 5. Klasse ist nicht so schlimm, neue Leute kennenzulernen, weil man da einfach noch nicht so viel. Noch nicht so viel nachdenken irgendwie. Schon. Weißt du, das war jetzt am Anfang voll komisch. Ja. Aber jetzt mittlerweile geht das, weil die Klasse super ist und alles super und super. Ja, ich meine jetzt auch auf die Klasse bezogen, da musste ich mich jetzt ja nicht umstellen oder so. Deswegen kann ich dazu nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass ich in, wo ich letztes Jahr manchmal so keinen Bock hatte, was zu sagen, weißt du, so in Französisch was vorlesen oder einfach was sagen oder in Ethik hatte ich auch, dass ich keinen Bock hatte zu reden, weil ich dachte, das ist einfach stupid, was ich rede und jetzt rede ich halt einfach. Auch wenn es stupid ist, ich rede einfach. Ich bin, weil, boah, warte, nochmal kurz Themawechsel. Oder nichts Themawechsel, aber das war in Wirtschaft, gell, unsere Wirtschaftslehrerin. In Wirtschaft. Da habe ich irgendwie zu Yannick gesagt, er soll seine Behinderung nicht zu seiner Persönlichkeit machen. Da hat mich die Wirtschaftslehrerin angeschrien, ich soll jetzt doch auch mal nett sein. Bin ich an ihr vorbeigelaufen, weil ich eh zum Mülleimer wollte, und gesagt, ich bin immer nett. Und dann war es auch schon wieder vorbei und dann hat sie mich in Ruhe gelassen. Ist besser so. Frecher Bengel. Frecher Bengel, Marvin. Boah. Mann, das übersteuert jetzt voll. Hey, geil. Junge, das muss auf TikTok. Das muss 29. Auf. Nein, ist egal, ich guck eh nochmal durch. Aber ich will es mir nachher anhören. Ja, red weiter.
Ja, aber Selbstbewusstseinsveränderung. Was kann man denn dazu sagen? Darf ich was sagen? Okay. Ihr könnt alle was dazu sagen, wenn ihr wollt. Ich meine, sonst, warum seid ihr auch sonst hier? Nee, ich weiß, ich wollte nur euch ausreden lassen. Ja, ich habe auch eigentlich drauf gewartet. Eigentlich will ich dich gar nicht hier haben. Okay, dann mach ich mal weiter. Mhm. Also ich hab allgemein auch ein bisschen ein nicht ganz so starkes Selbstbewusstsein, aber ich versuche es irgendwie... Was ich nicht verstehe. Ja, ich weiß. Jetzt lass sie ausreden. Slay. Herrlott. Mann. Aber ich versuche es halt ein bisschen zu ändern, indem ich halt eben jetzt wirklich intensiv versuche, Sport zu machen. Ich habe halt auch... Nein, weil ich Nils angeguckt habe und er lacht. Deswegen. Weil Nils halt auch intensiv Sport macht tatsächlich. Oh Mann, ihr seid so doof. Ihr lacht immer, wenn ich irgendwas sage. Nein, wenn er halt so... Egal. Oh, jetzt verstehe ich's. Okay, weiter geht's. Nee, verstehe ich nicht. Die schon. Okay. Geht einfach weiter. Wir brauchen jetzt ein wenig Seriösität in diesem sehr familienfreundlichen Podcast. Seriösität. Ja, und also, aber inzwischen habe ich auch wiederum ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Also, Selbstbewusstsein. Hä, es ist dasselbe im Endeffekt. Selbstvertrauen. Egal, red einfach weiter. Okay. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass ich weiß, also dass halt eben jeder schön ist und so. Aber du bist aber auch schön. Auch wenn, du bist auch schön, außer du bist übergewichtig mit 100 Kilogramm. Nein. Ich frag dich gleich. Nein, warum denn? Einfach, weil du das vielleicht auch bald ein Kilo. Marvin, du distanzierst dich. Marvin, du distanzierst dich jetzt so. Ich distanziere mich davon. Ich finde alle Menschen schön, alle Menschen sind toll, außer Rassisten, Homophoben. Können wir bitte Lisa ausreden lassen? Nein, okay. Weiß ich nicht. Komm, geht aus, meine Freundin. Oder so. Deine. Ich bin Michelles Freundin, ich bin lesbisch. Mhm. Ich auch. Ja, jetzt habe ich den Strang verloren. Den Faden. Bastard. Dasselbe. Nee, den Strang, das ist das, was man sich um den Kopf wickelt. Scheiße, Emo. Ich habe den Faden jetzt verloren. Ja. Was ich nur sagen wollte, ist, dass für Selbstbewusstseinsveränderungen, dass es sowas gibt, aber man halt nicht vergessen sollte, dass man halt eben einzigartig ist und egal was passiert eigentlich. Aber es gibt immer auch Menschen, die sind halt einzigartig hässlich. Also nein. Mann, wir versuchen einen seriösen Podcast mit dir zu führen. Jetzt bitte, sei einfach mal leise, der Herr. Jeder ist auf seine Art schön. Das ist mein Zimmer, das ist mein Podcast, die Denkweise. Du hast hier erstmal gar nichts zu sagen. Scheiße. Boop. Also, wie gesagt, wie Michelle schon gesagt hat, jeder ist halt auf seine Weise. Art. Und Art schön. Ist doch dasselbe, man okay, kann jetzt sogar nicht reden. Schön und also selbst wenn auch viele Menschen diese eine Person vielleicht gerade mal hässlich finden, gibt es bestimmt irgendwann mal irgendeine Person, die halt eben nicht unbedingt mit dir zusammenkommt, nur weil du hässlich bist oder nur weil du schön bist, weil am Ende zählt der Charakter. Das war so ein geiles Statement. Das war so ein gutes Statement. Das war so geil. Danke, dass du mich jetzt wenigstens ausreden lassen hast. Das war so philosophisch. Jetzt bin ich stolz darauf. An sich, das muss man so auf YouTube hochladen mit so einer Esoterik-Musik. Oh ja, mit so einer We are. Mach du die Musik, ich sag. Warte. Mach. Nein. Doch, sag. Mach du. Mach du. Dann sag. Hä? We are. Du musst jetzt reden, du musst das jetzt nachmachen. Nein, ich kann das nicht nachmachen. Doch. Sag einfach das gleiche, was sie gesagt hat. Ich schneide das nochmal. Reicht doch nochmal. Was ich dazu sagen wollte, ist, dass man einfach vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise lernen muss, sich selbst zu lieben und aufhören muss, sich... Was ist denn jetzt? Selbst der muss nur. Ich habe einfach nur überlegt, wie ich es richtig sagen soll. Okay. Und sich in einer gewissen Art und Weise aufhören muss, mit anderen zu vergleichen. Weil wenn man das tut, dann hat man schon verloren. Ja. Also klar, du kannst dich immer mit. Du vergleichst dich ja automatisch immer mit anderen, aber eben nicht im Negativen. Okay, Michelle Belli? Ja. Du wolltest. Oh mein Gott! Oh mein. Ah!
Also ich wollte jetzt erstmal Nils zustimmen mit dem, was er gesagt hat. Ah, ich stehe schon. Simon hat auf der Kamera leider nicht Gott sei Dank. Was habe ich eigentlich gesagt? Was stimmst du mir echt zu? Dass du auf die neue Schule gekommen bist und dann mehr Selbstbewusstsein. Ich habe gerade Möwengeräusch gemacht. Hast du es gehört, Marvin? Nee. Ich habe gerade Möwengeräusch beim Ausatmen gemacht. Okay. Auf so atmen. Dein Geschoss. Support, Leute, jetzt wird hier sicher aber mal zusammengerissen. Period. Man, das kann man doch nicht so hochladen. Natürlich. Schau die Scheiße sich an. Du schaust dir deinen eigenen Podcast an. Schaut ihr den nicht an? Nee. Nein. Nicht? Ich, ja, ich schon, weil ich muss ihn, ich muss ihn mir 4 angucken. Stunden lang angucken, weil ich die Kacksache schneide, Junge. Das ist Qual genug. Siehst du, was anderes. Also halt. Das ist Qual genug. Ich fühle mich durch diesen Podcast. Ich fühle mich durch den Podcast sehr bedrängt manchmal auch. Oh, nimm das. Brauchst du den? Auch. Weiß mal ab. Nix abweisen. Wenn du den jetzt isst, kriegst du 5 Euro. Ich brauch den aber. Mann, vielleicht, Mann, wir sollten vielleicht mal kürzen. Ich habe gedacht, das reicht dann auch mal wieder. Ich glaube, diese Frau weiß nicht, wie sie sich zu benehmen hat. Nee, vor allem nicht in fremden Häusern. Aber das riecht voll gut. Riech mal. Wir sind aber nicht fremd, Leute. Riecht mega. Was riecht es? Was riecht es? Mega. Was riecht es? Ich weiß nicht, knutschen. Ist mir egal. Was riecht es? Mega. Sollst du rausschreiben? Diese Witze, die sind... Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Ernst, mit Re-Rap, oder? Doch, wir bleiben jetzt ernst. Nils. Okay, Michelle wollte noch irgendwas erzählen. Um jetzt mal wieder auf die Spuren des guten Podcasts zurückzukommen. Okay, gut. Gutes was anderes. Nein, Sapperlot, jetzt wird hier nicht immer negative Energie. Negative Energie ist sehr schlecht für... Deine Freundin möchte negative reden. Energie ist sehr schlecht für Mensch, Geist und Körper. Danke. Schön. Also, Michelle... Ja, jetzt muss ich überlegen, was ich sagen wollte. Erzähl mal. Hau raus. Ja, das, was Nils gesagt hat, genau. Ja. Das mit neue Schule und so. Dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst in der Schule. Was ich auch zustimme. Aber allgemein... ihr lenkt mich voll ab. Allgemein habe ich ziemlich viel Selbstbewusstsein bekommen, weil ich war mit 14 oder so sehr fett. Und ja, ich habe schon ziemlich viel abgenommen und deswegen habe ich jetzt halt auch mehr Selbstbewusst. Er hat da oben, oder was? Ich habe tatsächlich nicht abgenommen. Das ist doch, nur ich mega. Weil ich, Du warst noch nie fett. Warte. Nee, ich habe halt auch mein Leben lang Fußball gespeist. Also. Nee, nicht gesund gespeist, Junge. Ich fress jeden Abend irgendwelche Scheiße. Aber... Ja, aber ich habe schon so 6 Kilo abgenommen. Das ist schon bei Freitagen Lavakuchen. Ich würde halt gern 6 Kilo zunehmen. Aber nicht, aber ich hab's abgenommen. Aber nicht einfach, nicht mit Fett, sondern mit Muskelmasse. Aber trotzdem... Mein Muskel. Ich bin voll stolz darauf. Okay. Du darfst stolz ich auf dich sein. Einmal du darfst stolz auf dich sein. Auch stolz. Oh, ihr seid so ich süß. Und mein Hals. Entschuldigung. Ja. Ich bin auch sehr stolz auf euch, egal was ihr macht. Okay, also, weil es jetzt heute nicht mehr wirklich klappt mit der Message, die ich rüberbringen wollte. Hab ich schon gemacht. Hast du schon gebracht. Lisa hat die Message Du hast diesen Podcast wirklich heute einfach gecarried. Aber was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, ja. Was jetzt in dieser Konstellation auch übernehmen können, ist eine Message an uns in 2 Jahren. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Hab ich schon gemacht. Hä? Du hebst dein Handy die ganze Zeit falsch rum. Nee, ich finde es eigentlich gar nicht mal so witzig. Weißt du, wie störend das jetzt für den Zuschauer gewesen ist? Also wollen wir das jetzt kurz machen? Was soll das? Nee, das Ding ist, das ist zu spontan, finde ich. So nein. Was. Ja, ich kann mir so schnell nichts ausdenken. Du bist Gymnasiast. Ich hoffe, dass wir in 2 Jahren genauso nochmal hier sitzen, genauso nochmal so die Kombination. Ich glaube halt, dass wir ein bisschen älter geworden sind oder so. Also nicht genau so, wie wir jetzt hier sitzen. Nee, wir bleiben in 2 Jahren immer noch. Ja, aber sind wir mal 16 mit Vollbart hier. Boah, Vollbart, das wäre so heftig. Und weißt du was? So ein Wikingerbart.
Und das, wenn wir wirklich in 2 Jahren nochmal einen Podcast hier aufnehmen, dann wird das jetzt reingecuttet. Dann wird das jetzt reingecuttet. Digga, da hören wir uns trotzdem immer noch piepsig an, wahrscheinlich im Vergleich piepsig. Zu da. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Stimme verändert sich nicht mehr so dolle. Weil jetzt guck mal, bei dir hat man das gesehen. Ja. Aber ja. Wir können ja mal vielleicht einen Clip einblenden, wenn. Ich könnte jetzt einen Clip einblenden. Willst du es wirklich? Jetzt. Ja. Ich blende jetzt einen Clip ein von jetzt. Nils. Ich finde es also lustig, wie ich mir im Kreis drehe und Lieder singe. Wop, bop, badadi. Jetzt. Und jetzt sind wir wieder. Und jetzt ist der Clip wieder ausgeblendet. Das ist eine Scheiße. Tada. Haben wir noch irgendwas, worüber wir reden wollen? Nee, tatsächlich nicht. Gut, ich würde warte, jetzt dann so lass mich kurz Woche die Kameras kommen. Neu starten, weil dann können wir übergehen zum Song der Woche. Übergewicht. Das kenne ich nicht. Übergewicht. Jetzt sind die Kameras miteinander verbunden? Nee, oder? Nee. Jetzt hast du die Kamera gedreht. Ja, aber so minimal, das interessiert eh niemanden. Ja, es interessiert eh niemanden. Doch, weil niemand interessiert diesen Podcast. Aber nee, wirklich niemand interessiert diesen Podcast. Also. Ich störe. Lieblingslied. Wer fängt an? Wollen wir dieses Mal einfach die Frauen voranlassen? Ja. Ja! Gut. Besser. Du bist Michelle. Also mein Michelle. Lied heißt Up and Downs. Downs? Von, ja. Du musst schon noch sagen, von welchem Künstler. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Oh. Ich finde, ihr seid super vorbereitet auf diesen Podcast. Ja, nee, warte, dann mach ich schnell weiter. Also einmal. Du musst dein Mikro an deinen Mund halten. Ich hab's schon. Wie spricht man das aus? Das musst du jetzt wissen. Zeig mal. Theo Junior oder so? Gut. Ja. Aha. Also mein Lieblingslied, das sind 2 Lieblingslieder, weil ich nicht wirklich Lieblingslieder habe. Einmal Meet Me Halfway von Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, ja. Ist doch dasselbe. Sapperlot. Du musst den Namen schon richtig ausprobieren. Dann, richtig du Trottel. Nervt mich nicht, jeder kann das Lied. Entschuldigung. Dann einmal. Mario, wir können jetzt aber auch eigentlich singen. Oh ja, sing mal. Ja. Dann noch Wallows von Tommy Doherty. Okay. Tommy Doherty. Genau, der Typ. Okay. Ja. Soll ich weiter machen, ja, oder sollst du? Ich habe online von Luis genommen, weil... Oh, ja. Der ist cool. Der ist cool. Dieser komische, dieser Rockstar. Nee, also welcher Rockstar? Bin ich mal. Nee. Nein, nicht der. Okay, kennst du den von TikTok, diesen? Ja. Also, ja, das an sich, ich finde ihn so ganz cool so. Ich finde ihn witzig. Ja. Nee, aber nicht der Luis. Der. Jetzt denkt sogar Frauenblusen. Der Luis, Blusen. Der. Busen. Der Luis, der Musik mit Tilo macht. Ja. Achso, ja. Der Luis. Ja. Der Luis. Marvin, was ist dein Mein Lieblingslied Lied? Ist. Mann, ich falle jetzt hier voll aus der Reihe. Jeder so normale Lieder und ich habe jetzt. Von Yeet. Was? Crank von Yeet. Junge. Du hörst, ja. Ich kenne ich gar nicht. Ich hör nur Yeet und Playboy Carti, Junge. Hör ich nicht. Wie heißt der? Yeet. Nee, der da. Spielbube Cars. Danke. Okay. Okay. Aber dann würde ich tatsächlich auch. Außer du willst noch was sagen. Oh, du hast gerade nee, so. Nee, alles gemacht. Gut. Nein, alles gut. Okay. Okay. War tatsächlich, obwohl wir. Scheiße. Obwohl wir gesagt haben, es sollte heute eine strukturiertere Folge werden. Es war strukturierter. Als es war ein bisschen strukturierter, aber es war auch ein bisschen sehr durcheinander und es war ein bisschen sehr nicht ernst. Voll okay. Ja, passt doch. Okay. Also. Noch einen schönen Freitag, Samstag, Sonntag, Mittwoch, Donnerstagabend. Okay. Samstag, Mittwoch, Donnerstagabend. Ich wollte. Also, das ist jetzt so ganz komisch in die Kamera. So nein, schlecht. Also, Dankeschön, dass ihr auch bei diesem Podcast wieder eingeschaltet habt. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und Twitter nicht, weil Twitter folgt eh niemand. Also, oh, da wollte ich nur was sagen. Okay. Ich habe ein neues Bild hochgeladen, ihr müsst mein Bild liken. Schneid es einfach raus. Mann. Also das Schneid ist es einfach raus. Also lxsa.lmm. Wird alles gepiept. Dann, ja. Ja, das wäre schon lustig, warum? Wenn man das alles piept. So. Es ist alles gepiept. Das wäre schon. Alles für die Likes. Ich überlege es mir noch. Okay. Es wird alles gepiepst. Okay, also, danke fürs Angucken. Danke fürs Angucken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr Folgen mit... Digga, willst du jetzt einfach mal kurz sein? Okay. Wenn ihr mehr Folgen mit Gästen haben wollt, dann teilt uns das gerne mit. Wir suchen immer noch... Schreibt es in die Kommentare. Algorithmus. Wir brauchen immer noch irgendwelche Menschen, die unsere so Dinge designen. Wenn ihr das macht, dann schreibt das auch gerne. Auch gegen ein kleines Entgelt. Ja, gegen ein Entgelt.
ein kleines Entgelt. Auch Dankeschön an Lisa und Michelle, dass sie dabei sein wollen. Wir können auch mal klatschen. Bitteschön. Applaus. Da kann man klatschen? Nee, ja, ich glaube nicht. Nils, hat so sozial und klatscht so. Nee, dann klatschen wir ja nicht. Weiß nicht, ich hab's. Also, ich klatsche. Euch noch einen schönen Resttag. Resttag. Oder was auch immer ihr jetzt gerade macht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Eigentlich müssen wir jetzt irgendwie alle in die Hände klatschen, aber das. Na, einfach alle gleichzeitig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.